Navi, was ist denn? Willst du mal die Leute zum Part begrüßen? Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part. So, alles klar Leute. So, ihr seid wieder da, das ist sehr schön und wir müssen jetzt erstmal wirklich alles erledigt haben, was als Kind zu tun ist und deswegen würde ich mir nochmal ganz schnell Feen holen. Ganz schnell Feen holen beim Waldtempel da und dann geht's heute ab in den Brunnen. Ich weiß nicht, ob ich den in einem Part schaffe, weil der ist übel, aber... Wir gucken einfach mal nach, wie es wird. Der Grund des Brunnens im Master Quest. Ja klar, kein Problem. Das schaffe ich schon irgendwie. Okay, genau. Zack, so. Ah, Mann, ich überlege immer noch am Hylia-See. Welches Guldi fehlt mir denn da? Ihr habt es bestimmt schon geschrieben im letzten Part, aber ich bin natürlich noch am Aufnehmen. Deswegen weiß ich das natürlich noch nicht. Das kann ich auch, toll. Ach, dann lass mir doch in Ruhe. Wow. So, bam, bam. Ja, Hylia-See, Hylia-See, da war ich gucken. Irgendwas als Erwachsener noch. Irgendwas als Kind noch. Nee. Ach, halt, halt. Oh Mann, ich Depp. Okay, ich weiß es. Ich weiß es. Geht aber nur als Erwachsener. Oh Gott. Bei dem Typen da, der nicht richtig reden kann. Ihr wisst doch, der uns die Augentropfen gemacht hat. Oh. Da muss ich mit den Eisenstiefeln nach unten. Genau, ich erinnere mich. Okay, oh Gott, das habe ich noch nicht gemacht, definitiv. Alles klar, gut. Schwein gehabt. Und, ach, was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, ist... Ach, mach ich ein andermal. Ist zu gucken bei dem Typen, der uns Bohnen, der uns Erbsen verkauft hat. Der hat ja ein Loch und ich glaube, da habe ich keine Käfer reingeschmissen. Kann aber sein, dass der auch keine Skulti hat. Ich habe euch erzählt, nicht alle Löcher haben Skultis. Obwohl ich nicht weiß, ob das 8 von 10 waren oder 7 von 10 oder vielleicht sogar doch nur 9 von 10. Ja, kann sein. Aber okay, gut, jetzt reicht's erstmal. Wir machen heute den Grund des Brunnens. Dam, bam, komplett mit allen Skultis. La, 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 la. Ich weiß nicht, ob ich das echt schaffe. In einem Part, meine ich. Dass ich es so schaffe, ist aber klar, mit meinen ganzen Feen, hallo. So. Okay. Ich hab so... Ah, das ist natürlich auch schön nachts noch. Schön nachts da erstmal rin. So, wir müssen aber erstmal den Brunnen ein bisschen auspumpen. Ein bisschen leer pumpen. Damit wir da überhaupt rein können. Denn in der Gegenwart, also nee, in der Zukunft, ist er natürlich schon ausgebrochen. Fail. Aber in der Vergangenheit müsste doch eigentlich noch da drin sein, oder? Oder ist er jetzt trotzdem schon ausgebrochen? Wie funktioniert das denn mit der ganzen Zeit? Ich meine, er ist ja ausgebrochen, als wir erwachsen waren, dieser olle Schattendämon. Und wir sind zwar wieder als Kind hier. Oder der wurde hier, oder den gibt's hier noch gar nicht. Kann sein, dass es den allgemein noch gar nicht hier gab und dass er auch noch nicht im Brunnen versiegelt wurde oder so. Kann alles sein. Nam, bam, badabam. Hallo Typi. Hab eine schöne Ocarina, wa? Ziehst du rein. So. Dam, bam, bam, bum, bam, bam. Jetzt geht's ab. Keine Ahnung, warum ihn das Lied so triggert und er voll ausrastet. Wieso? Oder ist es vielleicht einfach... Achso, ich glaube, es ist einfach dadurch, oder? Weil die Hymne des Sturms... Vielleicht entfachen wir dadurch einfach so einen großen Sturm, der halt einfach die Windmühle übelst antreibt. Voll gemein. Also es hat gar nichts mit dem Regen zu tun. Huch, das geht ja aber doch zu schnell, ne? Ja, ja, ist okay. Wow. Na. Mann, hallo? Geht so schnell? Okay. So, ab in den Brunnen. Mir graust es davor. Aber was soll's. Oh, hoffentlich sind hier... Ach, bitte lass... Nee, bitte lass hier echt keine fetten Stahlfossritter sein. Darauf habe ich echt null Bock. Aber was soll's. Aber Zombies werden hier, glaube ich, sein. Oder waren hier nicht mal Zombies drin? Wie gesagt, der Master Quest Tempel ist ja doch ein bisschen anders. Hier. Oh, oh Gott, ey. Grund des Brunns. Einer der gruseligsten Orte im ganzen Zelda-Universum, weil der einfach so krank ist. Und auch so viele Theorien habe ich auch extra schon eigene Videos drüber gemacht und in anderen Ocarina of Time Let's Plays drüber gesprochen. Also nicht wundern, ne? So, was ist hier los? Ich höre irgendwas Gruseliges. Warte mal, ich sehe aber nichts. Ach, da ist so... Wie, ich sehe nichts. Da ist doch ein Zombie! Oh Gott. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier. Kann sein, dass hier sogar was ist.
Nö. Ach, warte mal, okay, krieg ich den hin? Ich probier's mal. Genau wie sie, das hat den Skelett im Hintergrund, das Skelett im Hintergrund an, ey. Oh Gott. Oder Zombie. Boah, ey, voll der riesige Typ schon wieder. Was ist denn das hier? Ich höre in diesem Raum, also ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Oh ja. Und das Erste, was einem echt auffällt hier im Master Quest, ist, dass alle Wände, die nur mit dem Auge der Wahrheit zu sehen sind, offenbart sind. An sich brauchen wir das Auge der Wahrheit nicht mehr. Also für diesen Tempel hier brauchen wir das gar nicht. Weil alle Dinger sind revealed, wo ich nicht weiß, wie das mit den Truhen ist. Also zum Beispiel hier, dass wir einfach durch die Mauer durch können. Ah ne, halt, hier ist auf jeden Fall, hier ist ein Gitter. Oh nein. So, ich gucke einfach mal alles hier nach, was es hier so gibt. So, hier unten kann ich auf jeden Fall rein. So, hier ist, hier sind Herzen, toll. Kann sein, dass hier unsichtbare Truhen sind. Egal, ich will einfach alles erkunden, ne? So, und der Kompass wird mir helfen. So, hier ist tatsächlich noch alles zu. Aber hier zum Beispiel, den Gang sieht man ja eigentlich normalerweise nicht. Den sieht man jetzt dafür. Warum ist hier so ein komischer... Warum? Okay. Oh, wie geil die das gemacht haben, hier die Totenköpfe, ey. Das sieht alles so eklig aus. So. Schalter. Oh, okay. Jetzt ist auf irgendeine andere kleine Nische ist jetzt offen. Glaube ich, dass es eine Nische ist. So, die Tür da ist zu. Und auch alle Löcher im Boden. Alle Löcher im Boden sind jetzt auch einfach sichtbar. Boom. Glaube ich. So, was haben wir hier? Achso, ja, hier ist er jetzt. Ach, du meine Fresse. Hier, Mann. Hups. Oh Gott. So, komm mal runter, du schießt Scheißvieh hier. Oh Gott. Hier, Mann. Boah, voller Fisch, ey. So, ich meine halt sowas hier wie dieses Loch hier. Ist einfach sichtbar. Trotzdem. Ganz, ganz wichtig. Oh. Okay, das ist schon mal schön. Ganz, ganz wichtig. Ne, das ist auch mal so blöd. Hier kann man nicht rüberspringen. Link wird hier nicht automatisch springen, wenn man da lang rennt. Weil, weil normalerweise ist er nicht in der Lage, das zu sehen. Deswegen kommt er nicht drauf, von wegen, oh, ich kann mal rüberjumpen. Nee. Macht er nicht. So, da brauche ich einen Schlüssel da hinten. Oh Gott, ey. Dieser olle Tempel, ey. So, hier auch hier die Wand kann man einfach sehen. Oder hier auch die ganzen Löcher. Das Loch ist hier sogar zu. Auf das Loch kann man ja gar nicht runterfallen, okay. Keine Ahnung, wieso. Oh, ich mag diesen Ort nicht. Der ist einfach zu unheimlich. Ich hasse diesen Ort. Aber okay, so, erstmal sei das Wiegenlied nochmal zocken. Bam, 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 so. Alles klar. Etwas, was man sowieso immer zuerst machen kann. Und guck mal, was er da in der Hand hat. Guck mal, was er in der Hand hat. Ein Schalter. Ein Kristallschalter. So, und das Wasser wird nicht abgelassen. Es öffnet einfach die ganzen Dinger hier. Toll, aber wie lasse ich das Wasser nun ab? Ich glaube, hiermit. Genau. So, und damit könnten wir jetzt ja eigentlich, ne? Ihr wisst Bescheid. Eigentlich könnten wir jetzt damit ja schon zum Raum gehen, wo normalerweise der... Ist hier keine Truhe? Was ist hier für ein Scheiß? Wo normalerweise das Auge der Wahrheit zu finden ist. Könnten wir jetzt ja eigentlich hin? Aber da ist das Auge der Wahrheit leider nicht. So, lasst mal schnell hier... Acht auf die Schatten, Mann! Oh Gott, nicht die Viecher. So, erstmal, ich hoffe, hier ist der Kompass drin. Den brauche ich echt am dringendsten. Um zu sehen, wo es denn noch was gibt und wo nicht. Und es ist die Karte. Na gut. Okay, ich muss jetzt mal aufpassen. Oh oh. Hups. Hups. Oh Gott. So. Mann, hier mit meinem kleinen Buttermesser hier, ey. Bringt fast gar nichts. So, okay. Hä? Oh, hier haben wir auch noch einen Schalter. So. Oh, okay. Also ich glaube, das sind das alles nur Räume für Skulltis? Mal gucken. Oh Gott. Nee, ich glaube, hier ist sogar ein Schlüssel. Genau. Jetzt sind hier so die Töpfe rauf platziert. Damit man ungefähr weiß, wo man lang muss und warum habe ich die kaputt gemacht, ich Idiot. Ist egal, kleiner Kiem. Okay. So, man muss ja einfach bloß hier lang. Oh Gott. Oh Gott. So, diesmal ist hier keine Skulltis, diesmal ist hier ein Schlüssel. Toll. So, und eine andere Tür haben wir ja auch schon aufgemacht. Geh ich auch gleich nochmal reingucken. Oh Gott, kommt ja der Schattengrabscher kommt wieder. Oh Gott. Wartet, ich mach mal lieber mein Megaschild, falls hier irgendwas brennendes ist. Hier, Mann! Oh Gott, hoffentlich bringt das irgendwas.
bringt gar nichts. Ich glaube, hier sind einfach Spinnen drin, oder? Watch out! Ich glaube, hier sind einfach Spinnen drin. Und hier ist eine Skulti drin. Okay, ich habe irgendwas getroffen. Ach, Mann. Okay. Ups, oh Gott. So. Was haben wir hier? Okay. Oh Gott. Ich krieg einfach kurz warten. Man hört ja, wann die sich umdrehen. Und ihr habt gemerkt, es sind große Spinnen, ne? So. Okay. Ich mach wahrscheinlich die Skulti kalt. Mit Wirbelattacke. Was, geht das nicht? Wieso geht das nicht? Die! Okay, geht nicht. Na, wenigstens kann sie mir auch keinen Schaden machen. Okay. Hier, mein Freund. La 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 la. Okay. Für die Skulti. Ach, hey, je, ey. Okay. So, das war jetzt nur für eine Skulti, aber wir haben ja irgendwo noch einen anderen Raum gesehen, der jetzt offen war. Und da kann ich mit dem Schlüssel lang. Oh Gott, will ich da überhaupt lang? Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Hab da nur Angst. So, guck mal, da haben wir zwei Skultis. Und wir brauchen noch eine Schlüssel dafür. Oh Gott. So, hier, das Loch ist auch sichtbar. Hier kann nichts mehr passieren. Ach, wo soll ich jetzt hin, ey? Ich glaube, den Kompass kriege ich sogar da, wo der Hirnsauger eigentlich ist. Ich glaube, ja. Okay, aber ich gehe erstmal kurz hier hin. Genau, weil das haben wir ja aufgemacht. Oh, hier ist eine Fee. Aber ich habe Feen. Okay. Weil die Tür haben wir ja aufgemacht mit dem Augenschalter. Es ist hier gar nichts. Toll, oder? Obwohl, vielleicht halt eine Truhe irgendwie irgendwann. Nun gut. Es hilft nichts. Ich gehe jetzt erstmal runter zum Hirnsauger. Der ist ja hier schön am Eingang. Ach, Mann. Ja, und der ist halt leider auch noch da. Ich habe übelst Schiss vor dem. Weil der ist stark wie Sau. Und wir haben nur unser kleines Scheißmesser. Aber ich werde einfach vorsichtig sein. So, warte, was haben wir hier? Okay, nix. Ach Gott, ey. Geh doch mal kurz gucken. Ups, Link, was machst du? Okay, ist aber, glaube ich, auch nix. Nö. Na gut. Schnappet mir den Spinner für den Kompass. Toll, ne? Ich glaube, ich muss mich ja grabben lassen, ne? Ja, okay, gut. Lass mal grabben hier. So, okay. So, nichts kann ihm was anhaben, außer unser Schwert. Hallo. So, guten Tag, Mann. So, ja, das ist das Beste, was ich machen kann, um ihn zu besiegen. So, mit dem Auge der Wahrheit könnte ich sehen, wo er ist. Und könnte halt auch Bomben werfen, um ihn rauszulocken. Und muss mich nicht greifen lassen, weil wenn ich mich greifen lasse, kann sein, dass ich genau da... Oh, ich habe ihn gefunden. Cool, Mann. Ich will was essen. Du, du kriegst nicht von mir, Mann. Da war ein Schuss, habt ihr gesehen. Komm mal hier. Weil sonst müsste ich mich halt echt immer grabben lassen. Aber es kann sein, dass ich mich grabben lasse, genau wo er ist. Und deswegen, ich glaube, ich werfe einfach mal Bomben rum, oder? Vielleicht ist es am einfachsten. Der müsste sowieso gleich tot sein. Ich glaube, ein drittes Mal hält er nicht mehr aus. Vielleicht erwische ich ihn ja. Warum nicht vorsichtig sein? Ich habe ja noch Bomben. Einfach ein bisschen Mutter. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Oh Gott, die alten Hände voll getroffen. Ist immer noch da. Wo ist er denn? Na komm raus, Kumpel, komm raus. Okay, wenn er nicht da ist, dann geh ich einfach mal jetzt hier hin. Nein! Verdammt, der lebt immer noch. Okay, der macht ja bloß eh Herz Damage. Da habe ich keine Angst vor ihm. Gleich nochmal. Komm schon, Link, komm schon, Link, 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 Link. Komm schon, nein, 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 ich Idiot. Oh, er hat mein Gehirn gesnackt. Mein Gehirn. Aber die Fee gibt mir ein neues. So, jetzt schnell wieder, schnell mal weg hier. Aus der Hand, Reichweite raus. So, okay. Na komm her, du ekliges Vieh. Komm mal schön her. So abartig, Mann. Tschüss, Mann. Okay. Wie eklig er ist, aber ich finde irgendwie... Also, die haben sie ja schön eklig und grotesk gelassen im Remake. Am Original sahen aber seine Hände und seine Stumpen sahen noch ekliger aus. Weil der ist ja richtig so... An sich ist er echt so ein Vieh, dem die Hände abgeschnitten wurden. Die Hände sind dafür jetzt hier überall. Ja, der Kompass. Toll. Schön, und ich sehe hier, dass hier gar keine Truhe mehr ist. Okay, warte mal, ich guck mal kurz. Wir haben bloß noch eine Truhe. Ja, Leute, wir haben bloß noch eine Truhe in dem Tempel hier. Und da ist das Auge der Wahrheit drin. Schön, oder? Okay, aber ich glaube, das Schwerste ist geschafft. Abgesehen, eventuell kommen halt wirklich noch ein paar Zombies.
Oder es kommt auch wirklich nochmal ein Stahlfossritter. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich aber Schiss vor. Aber ich glaube, warte mal, so ein Stahlfossritter? Der kann doch auch nichts gegen mein Hylia-Schild machen, oder? Wenn ich da mich so ducke, dann kching, schlägt er durch auch ruf. So wie ähnlich wie die Dinodorusse. Aber okay, was weiß ich. So, haben wir jetzt zwei Schlüssel. Dann können wir jetzt mal ein bisschen anfangen, hier alles so ein bisschen zu säubern. Wir brauchen noch zwei Skulltis. Okay, das hier ist anscheinend ein Rückweg. Zwei Skulltis, denn ja, das weiß ich auch noch, weil der Grund des Brunnens so kacke ist. Hier gibt es nur drei Skulpturas. Hups. Sowohl im Original als auch halt hier jetzt im Master Quest. Ja, das ist bei so einem Ding an, weil, wisst ihr, alle anderen Tempel sind dir scheißegal, die machst du einfach, aber hier merkst du dir ganz genau, wann es Zeit ist zu gehen. Von wegen, alles klar, nur drei Skulltis, dann bin ich fertig, dann kann ich abhauen. So, boom. Na gut. So, wo bin ich jetzt? Natürlich! Wow! Wow! Leute, stell euch mal vor, der hat mich erwischt. Das ist ja hier, das ist ja für die Challenge eine obermiese Stelle. Oh Gott. Ey, wie ich mir jetzt vorstelle, eine Challenge ohne Feen. Ja, wenn der dich erwischt, bist du tot. Hast verloren. Der steht genau vor dir und schreit dich auch an. Wie übel. Jetzt haben wir erstmal so einen ollen Geist. Upsala. Mann. Na komm schon. Hier ist die Skulli auf jeden Fall drin. Ich höre sie, Leute, ich höre sie. So. Okay. Voller Geist ist down. So, dann machen wir mal die ganzen Gräber auf, wa? Ich glaube, hier ist auch irgendwo noch ein Schlüssel drin, kann auch sein. Ah, was, wenn hier noch mehr Zombies drin sind? Mehr Mumien, meine ich. Klonk, Alter. Ja, hier ist noch eine Mumie drin, toll. Oh, ja, töten. Ich will euch alle töten. Nicht mich töten, Mann. So, die kann ich aber auch, glaube ich, einfrieren. Wartet mal. Mit der Hymne der Sonne. So. Oder gehen da nur Zombies durch eingefroren? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir hören es ja gleich. Haben schönen Sound. Alles klar, ist eingefroren. So. Sprung schlitzen und dann einfach Button mashen. Okay. Klappt super. Oh, oh. Na, gleich noch einer. Hallo. So, okay. Mach ich das hier ohne auf. Dürfte zwar alles überhaupt nichts bringen. Ich glaube, die Skulltis ist auch dahinter. Okay, ich habe sie gerade gesehen, die Skulltis. Boah, Alter, wie der einfach sich raushebt. So richtig scheiße. So, okay, also. Ups, So, und nochmal. Alles klar. So. Okay. So, das hat eigentlich gerade super geklappt, ne? Also einfach. Und batten! Bashen, bashen! Boah, richtig nice. So. So, du bist auch dran, mein Freund. Ja, bevor du wieder auftauchst. Yeah! Instant killen. Okay. Und jetzt du! So. Badabadam. So, goldene Skulti. Ich gucke jetzt auch nochmal in alle Gräber rein. Kann sein, dass hier irgendwo noch ein Schlüssel war. Also im Original auf jeden Fall, ne? Bloß hier weiß ich gar nicht. So, erstmal hier. Hier kam eine Mumie raus, wenn es hier was drinne. Aber hier ist tatsächlich nur ein Herzchen. Einfach mal über kurz gucken. So, hier ist aber nichts. Ja, einfach nur für eine Skulti so ein Raum. So, und wir haben auch bloß noch eine verschlossene Tür gesehen. Aber ja, ich schaffe das echt nicht mehr. In dem Part schaffe ich es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich viel geschafft. Und das freut mich. Das finde ich ganz, ganz toll, finde ich das. So, den gehe ich jetzt einfach mal, glaube ich, direkt zu der anderen Skulti. Falls die, wo waren die jetzt? Wartet mal. Ah ja, okay. Genau, schnell zur anderen Seite. Hier muss ich durch. Aber dann brauche ich nicht zwei Schlüssel sogar? Ich guck mal. Ups, ich guck einfach mal. Ich muss ja auch noch ganz nach... Mann, Link. Ich muss ja auch noch ganz unten noch. Da gibt es auch noch ein bisschen Stress. Sag nicht... Oh, ist die Tür zu. Aber nee, warte, die Tür ist nicht zu. Weil ich jetzt auch wieder ernst gemeint in dem... Oh Gott, das sieht man ja fast gar nicht. In dem Ding hier ist auch ein Schalter drinne. Ach, da, in seinem Auge. Jetzt sehe ich es. In seinem Auge. Guckt euch das mal an. Wie scheiße das zu sehen ist. Da, in seinem Auge. Ey, das gibt's einfach nicht. Was ist los mit dem Dungeon? Was ist los mit den Dungeon-Designern? Okay. So. Oh, oh.
Okay, erstmal den, der runterkommt am besten. Ja. So, und... Okay, der andere hat's gar nicht gecheckt. Wow. Oh, Geld. Ja, mit dem Geld. Sehr schön, dass man mich hier echt in Ruhe lässt, Alter. Und keine Löcher hier. Wow. Oh, oh. Ah, die leben noch. Oh Gott. Wo ist der letzte da hinten? Wow. Okay, alles klar. Oh, meine Fresse. Meine Fresse, Fresse, Fresse. So, warte mal, war hier überhaupt eine Skuldi? Ich glaube ja. So. Okay, aber, oder war hier nur, was waren hier drinne? Was war hier? Boom. Ah, ein Schalter. Ach, stimmt ja. Der ist ja auch noch wichtig. So, und jetzt komme ich zum, jetzt komme ich dadurch zum, na, zum Auge der Wahrheit, tatsächlich. So, ja, hallo, lass mich raus hier, keine Lust, keine Lust. Oh. So, aber ja, auch wenn der Dungeon noch nicht ganz durch ist, sollte ich beende jetzt den Part hier in meiner kleinen, sicheren Kammer. Muss auch noch mal in andere Kammern gucken. Wartet mal laut Karte, ja, okay, es gibt hier noch so ein, okay, es gibt hier noch einen so einen geheimen Tunnelgang. Da muss ich nochmal genauer nachschauen, wie ich denn da hinkomme. Weil es gibt hier noch, ja, Skullies haben wir noch nicht alle. Aber jo, ah, okay, ja, ist okay. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.